In dieser Folge spreche ich darüber, warum du deinen Mitarbeitenden einen Hut aufsetzen solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und dieses Mal ganz sinnbildlich möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du deinen Mitarbeitenden einen Hut aufsetzen solltest. Du siehst hier oder du hörst, wenn du einen Podcast hörst, siehst du es natürlich nicht, aber ich habe jetzt hier mal vier verschiedene Hüte aufgebaut und zwar einmal einen roten, einen gelben, einen grünen und einen blauen. Wer mich kennt und wer weiß, dass wir viel mit verkaufspsychologischen Aspekten arbeiten, könnte denn vermuten, dass es in dieser Folge darum geht, dass die unterschiedlichsten Personen auch unterschiedlichsten Farben und den Hut haben. Das heißt, dass auch unterschiedlichste Leute, ja, wie soll ich das am besten ausdrücken, mit verschiedenen Motiven halt in der Kanzlei arbeiten. Das läge jetzt natürlich nahe. Doch da möchte ich gar nicht so darauf eingehen, denn natürlich ist es, wenn ich jetzt einen grünen Hut aufhabe und die Mitarbeiter einen grünen Hut haben, wollen die eher das Familiäre und das Kuschelige, das Zusammenführende. Blaue eher die fundiert nachhaltigen, strukturierten Leute, die du viel hast. Die gelben, die Freiheitsliebenden, wie ich es zum Beispiel bin. Oder die Erfolgsorientierten, die mit dem roten Hut. So, das heißt, damit wäre diese Podcast-Folge ja schon fast wieder beendet. Doch ich möchte gar nicht darauf direkt hinweisen, auch wenn das mal wichtig ist. Und zwar ist es eine Art Perspektivwechsel, wenn du dir vorstellst, welchen Hut die Leute jetzt gerade aufhaben. Oder vor allen Dingen, welchen Hut du aufsetzen solltest, ab und an in manchen Situationen. Denn es ist auch als blauer Typ manchmal mal gefragt, auch mal den roten Hut aufzusetzen und dann mal klare Kante zu zeigen und auch mal ganz klare Absichten zu kommunizieren. So, jetzt haben wir aber diese vier Hüte. Und was ist hier das Besondere? Warum jedem einen Hut aufsetzen? Kennst du das in der Situation, dass du sagst, du hast ein Meeting, du lädst ein oder eine Besprechung, wie es ja in den Kanzleien meistens heißt. Und in dieser Besprechung sitzen dann sechs, sieben Leute und gucken mehr auf den Tisch, auf ihr Handy, nach unten oder gucken ganz emotionslos in das Gesicht von dir als Kanzleileitung. Und wenn du dieses Gefühl hast, dass du die ganze Zeit eher wie ein Prediger unterwegs bist und sehr viel alleine kommunizierst, liegt es nicht selten daran, dass die Mitarbeiter nicht die einzelnen Rollen gefunden haben, für die sie da sind. Und damit ist es alles sehr schwammig. Bin ich denn jetzt damit gemeint mit der Ansage vom Chef oder von der Chefin? Oder ist der andere damit gemeint? Ist es jetzt subtil? Wie sollen wir das machen? Wer soll was machen? Und deswegen gibt es ja diesen Ausspruch, wer hat denn den Hut dafür auf? Und das ist halt das Thema, dass wir zum Beispiel in den Meetings, die wir mittlerweile führen, dass wir da eine Kultur eingebunden haben, wo jeder eine bestimmte Rolle hat. Es gibt einen Protokollführer, es gibt jemanden, der soll auf die Zeit achten, es gibt jemanden, der soll fachlich prüfen, ob wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Und es gibt jemanden, der halt die Ziele mitverfolgt. Also man kann das total individuell machen, das ist natürlich auch ein Unterschied. Ob man das in der Steuerkanzlei macht und ob es jetzt darum geht, mal nett zusammen zu sein oder ob es jetzt geradlinig zum Beispiel um die Besprechung eines Mandanten geht oder aber um eine Strategieentwicklung, um Digitalisierungsprojekte oder wie auch immer. Dennoch ist es einfach mal wichtig zu sagen, wenn du mit mehreren Leuten aus der Kanzlei dich zusammensetzt oder aber auch sogar Mandanten oder Kunden mit einbeziehst, zu überlegen, wer in dem Raum hat wofür den Hut auf. Und dann auch mal zu sagen, okay, du hast heute den Hut auf dafür, dass wir wirklich innerhalb von einer halben Stunde hier die Themen behandeln, die in der Agenda stehen. Du hast den Hut auf dafür, dass das Meeting nachher ordentlich protokolliert wird. Und dass du wirklich das auch den Leuten entsprechend mitgibst. Dann haben die nämlich eine ganz klare Aufgabe und sie wissen ganz genau, welche Rolle sie da spielen. Man kann das natürlich sagen, jetzt einmal setzt den Hut auf für Folgendes. Man kann aber auch natürlich andere Gleichungen machen. Ich gehe jetzt einfach mal vom Fußballspiel aus. Natürlich hat dann der Torwart eine andere Rolle als der Stürmer, auch wenn alle zusammen in einem Trikot auf dem Platz stehen. Und das ist halt im Team halt auch immer wichtig, ob es in Meetingkulturen ist oder aber ob es auch ist, wenn ihr zum Beispiel in der Ja, im Dienstleistungsbereich. Wer hat wofür den Hut auf? Wer hat den Hut dafür auf, dass die Mandanten digital
angebunden werden? Wer hat den Hut dafür auf, dass die Rechnungen auch wirklich alle bezahlt werden, nicht nur geschrieben, sondern auch bezahlt werden? Wer hat den Hut dafür auf, mal zu überlegen, mal Digitalisierungsprojekte voranzutragen? So, und deswegen möchte ich dir den Impuls geben, überlege einfach häufiger mal, wer hat wofür den Hut auf in deiner Kanzlei? Und wenn du es nicht sagen kannst, dann benenne das. Ich bin jetzt noch am Überlegen gewesen, verschiedene Hüte mal anzuschaffen, die dann die Leute wirklich immer auch auf dem Kopf haben. Bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht, weil es vielleicht der eine oder andere dann vielleicht ein bisschen für meinen gelben Hut zu überdreht ist. Aber ich überlege, ob das nicht auch ein Konzept sein könnte, denn dann ist es auch nochmal bildlich, wer wofür den Hut auf hat. Also, sprech die Leute darauf an, gerne im Meeting. Du bist dafür zuständig heute, du dafür. Und ja, wenn du wissen willst, welche Rollen es da gibt, welche du auch tatsächlich in deiner Kanzlei oder in deinem Unternehmen einbinden möchtest, dann kannst du dich auch gerne bei uns melden. Denn es ist wichtig, durch klare Regeln, durch klare Kommunikation haben die Leute ein viel besseres Bewusstsein und vor allen Dingen auch viel mehr Freiheit in der Rolle, in der sie sich befinden. Und durch direkte Ansprache, durch direkte Aufgabenverteilung oder Zuständigkeiten fühlen sich die Leute auch viel mehr mit einbezogen und sind für irgendwas wichtig und haben eine Aufgabe und sie wissen, sie sind dafür verantwortlich. Und wenn sie noch so klein ist, dennoch schafft es Aufmerksamkeit, es schafft Struktur und auch indirekt nachher die Zufriedenheit bei deinen Mitarbeitenden. In diesem Sinne, setz dir mal den Hut auf und überlege den Denkerhut, wer welchen Hut in deiner Kanzlei aufhat, in verschiedensten Situationen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, dein Daniel. Das war nur ein kurzer Einblick. Du möchtest wissen, wie du deine Herausforderungen lösen kannst? Dann bewirb dich unter www.newgen.ag für dein individuelles Strategiegespräch mit einem NewGen-Experten. Bereits dieses kostenlose Erstgespräch wird dir massiven Mehrwert bringen. Ob du im Anschluss mit den NewGen-Kanzleistrategen zusammenarbeiten möchtest, entscheidest du einfach nach dem Gespräch. Nutze jetzt die Zeit, um zu den Gewinnern im digitalen Wandel zu gehören. Melde dich jetzt www.newgen.ag